willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Rebirth. Und ja, beim letzten Mal haben wir einen schönen Run gehabt, fand ich. Der Run mit Eden. Mit Eden haben wir jetzt alles komplett. Und ich würde sagen, heute spielen wir eine Runde mit dem guten Lazarus. Denn mit Lazarus müssen wir auch noch den Boss Rush schaffen und auch noch die Kathedrale. Guck mal, Range Up, das ist doch schon mal ganz ordentlich hier, du. Und ja, beim letzten Mal war es wieder echt ein schöner Run, muss ich sagen. Ich habe mich ein bisschen zusammengerissen, hatte gute Items. Und mal gucken, ob wir das heute wieder hinkriegen. Denn wir müssen jetzt langsam mal hier echt vorankommen. Echt vorankommen im Sinne von, wir brauchen jetzt langsam mal den Platinum-Gott hier. Sonst wird das nichts. Vorm Add-on oder vorm DLC. Ich muss sagen, ich habe gestern einen Kommentar gelesen, irgendwie, ich glaube zu der Lost-Folge, zu der letzten. Ich weiß gar nicht, ob es die letzte war. Ich glaube ja, es war die letzte Folge. Und da habe ich wohl eine sehr starke Kombination aus Versehen nicht mitgenommen. Oder ich habe fälschlicherweise gedacht, dass sie nicht funktionieren würde. Und zwar war das Ludovico mit dem komischen Leaf. Das heißt, wenn man stehen bleibt, ist man unbesiegbar. Und haben einige geschrieben, das ist wohl ein Freerun. Ist mir nicht klar gewesen. Ich hatte gedacht, wenn man die Ludovico bewegt, wird man automatisch auch, wieder sterblich. Bleibt nicht unsterblich. War ein Fehler, aber ich weiß nicht, fand es ein bisschen komisch, wie einige da abgeraged haben. Ich meine, ist klar, Isaac wäre ein schöner Run gewesen, wenn man es geschafft hätte, aber mein Gott, Leute, ne? Ich meine, da sieht man halt schon wieder so ein bisschen die League-Community, ne? So ein bisschen diese motorischen Rager-Boys, die einfach in jedem Game rumflamen. Keine Ahnung, ich spiele Isaac, weil es mir Spaß macht. Klar möchte ich auch wieder durchkommen und schaffen alles. Aber ich meine, mein Gott, wenn ich mal eine Combo nicht richtig deute oder es nicht richtig auswähle oder picke, mein Gott, dann ist das halt so. Da muss man ja nicht total eskalieren wie so ein Dreijähriger. Keine Ahnung, das hat mich ein bisschen schockiert, muss ich zugeben, wie da einige Leute reagiert haben. Weil, keine Ahnung. Wie gesagt, man kann einmal reinschreiben, dass die Kombination ganz gut gewesen wäre, aber da vollkommen auszurasten ist irgendwie ein bisschen albern, finde ich. Also hat mich doch ein bisschen schockiert. Aber das zeigt mir halt auch wieder, dass hier wirklich sehr viele dieser typischen klassischen League Boys zuschauen. Die halt wirklich, sobald da einmal irgendwas ist, ne, diese typischen Backseat Gamer, die dann erstmal eine fette Runde rumragen. Und sich dann erstmal nur noch dauerhaft beschweren. Ich muss sagen, geht mir aber ehrlich gesagt auch am Arsch vorbei. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass da einige so drauf sind, aber mein Gott, was willst du machen? Ist halt so. Kannst du ja nicht ändern, wirklich. Und ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wie gesagt, gestern war ein sehr schöner Run. Haben super viel Schaden gemacht und kam auch sehr gut durch die ganzen Ebenen. Mal gucken, wie es jetzt mit Lazarus sein wird. Wurde schon wieder ein bisschen häufig getroffen, aber das ist ja noch nicht so schlimm. So, was haben wir denn? Devil. Das ist schon mal ganz gut. So, wir können noch mal schauen, ob wir den Secret-Raum finden. Der könnte hier sein. Yep, da ist er auch. Zwei Schlüssel. Ich glaube, das macht keinen Sinn, in den Shop zu gehen momentan. Weil mit 4 Münzen, also nee, da kriegst du halt nichts, ne? Gucken wir mal hier, vielleicht haben wir noch den Super-Secret-Raum. Hm, da ist er nicht. Wollen wir die letzte Bombe hier benutzen? Ich glaube, das machen wir mal. Aber ich muss sagen, ich habe solche Kommentare auch schon bei anderen YouTubern gesehen, die auch Isaac Let's Playen. Wenn die mal einen Fehler machen oder was, dann ragen da auch einige rum. Finde ich echt sehr schade irgendwie. Weil es sollte ja hier zum Großteil echt um den Spaß gehen. Oh, ich werde mal hier die Karte benutzen. Einfach um ein bisschen mehr Schaden zu haben. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich mir schon echt Mühe gebe, den Run hier mit Erfolg zu beenden. Und dass ich nicht absichtlich reinscheiß. Und manche Dinge, ne, wenn ich die nicht weiß, mein Gott, dann ist das halt so. Dafür habe ich ja euch, ne? Ich lese mir immer die Kommentare durch und guck mal rein, was ihr da so geschrieben habt. Und ob es da irgendwas gibt, was ich vielleicht anders hätte machen können. Und das sollte euch klar sein, ne? Es sollte klar sein, dass ich nicht absichtlich hier irgendwie versuche, den Run scheiße zu machen. Sondern, dass ich mich schon anstrenge. Aber ich denke mal, das ist auch dem Großteil klar. Ich denke mal, es gibt immer so ein paar faule Eier, die da rausstechen. Und von daher sollte man sich wahrscheinlich darüber gar nicht so viel aufregen. Lecker, sehr gut. So, der ist Birdfoot. Empress ist auch nicht schlecht. Und da würde ich sagen, na, wir könnten zwar nochmal gucken, wo der andere Secret-Raum ist. Aber wir lassen es jetzt einfach mal.
Den Shop habe ich jetzt auch noch mal gelassen. Wir können mal hier reinschauen in den Shop. Ah, das ist ein Buchraum. Hm. Wir nehmen wahrscheinlich das Book of Shadows mit. Buch der sieben Sünden ist nicht schlecht, weil es auch viele coole Sachen gibt. Aber das Book of Shadows ist halt, ja, kurzzeitige Unbesiegbarkeit. Ist schon ziemlich awesome. Was wir jetzt brauchen, ist ein bisschen mehr Damage, ne? Wir sind momentan noch ein bisschen mau ausgestattet, wenn es um Schaden geht. Da brauchen wir also noch ein bisschen was. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir hier was. Bolo Chains ist das doch, ne? Oder Samson Chains. Ja, das ist nicht so klasse, das Item. Gibt es auf jeden Fall bessere. Aber mal gucken. Wir werden mal hier die Bombe wegsprengen. Hoffentlich kriegen wir einen blauen Stein. Ach, scheiße. Hoffentlich kriegen wir ein blaues Herz. Wir hätten den gar nicht wegsprengen müssen. Wir hätten ja hier unsere Kette benutzen können. Ich vergesse halt immer, dass man mit der Kette auch Steine kaputt machen kann. Hätten wir nämlich die Bombe hierfür benutzen können. Ist eigentlich schade. Vielleicht können wir hier nochmal versuchen, die Bombe zu sparen. Aber ich glaube nicht. Nee. Gut, wir gehen mal direkt zum Boss. Mit dem Emperor kommen wir nämlich direkt zum Bossfight. Und die Chance ist sehr groß, dass wir jetzt auch einen Teufelsstil bekommen. Ich meine, wir haben keinen Rotherzschaden bekommen in der Ebene. Wir haben noch blaue Herzen. Das Book of Shadows können wir uns eigentlich noch sparen. Vielleicht kriegen wir ja gleich noch Krampus. Dann können wir das vielleicht für Krampus benutzen, damit wir nicht so viel Schaden bekommen. Und dann mal sehen. Dann mal sehen, was so abgeht. Bolo Chains oder diese Samson Chains machen übrigens auch Schaden. Also man kann den Gegner damit auch kaputt machen. So, was bekommen wir denn? Speed Up und... ja. Da ist die Frage, Judas Shadow ist das Problem. Wir sind dann ja immer Judas, ne? Und wir wollen ja eigentlich nicht Judas sein, sondern wir wollen eigentlich der sein, der wir hier momentan sind. Und ich würde eigentlich gerne mal Whore of Babylon mitnehmen und auch Guppy's Tale. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie das halbe Herz noch loswerden. Hier ist noch ein blauer Stein. Ich bin gerade am Überlegen, kriegen wir das hin? Na, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Zack. Komm ran hier. Ich hoffe, wir kriegen jetzt mal eine Bombe. Und ich hoffe, wir kriegen vor allen Dingen so einen Raum, bei dem wir unser Leben opfern können. Also nicht ein Raum, sondern die Maschine, diese Donation-Maschine. Die wäre auf jeden Fall sehr awesome. Oh, okay. Warte mal, den Shop haben wir ja auch noch nicht gefunden, ne? Das war ja ein Buchraum, den wir da gefunden hatten. Hm. Ich bin gerade am Überlegen. Das würde eigentlich nicht so viel Sinn machen, dieses Ding aufzumachen. Es sei denn, da sind vielleicht Bomben drin. Aber ich meine, wie hoch ist die Chance, dass da eine Bombe drin ist, ne? Wahrscheinlich nicht so hoch. Gucken mal. Ich würde erstmal den Shop aufmachen wollen. Gucken wir mal rein. Ja, nicht so Premium. Da können wir eigentlich auch schon direkt weitergehen. Denn wir haben jetzt hier nichts mehr zu tun. Wie gesagt, das eine Mal hätten wir wirklich die Bombe sparen können uns. Da hätten wir einen weiteren Stein aufmachen können. Das wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Ich kann nochmal versuchen, hier vielleicht... Jawohl, kriegen wir sogar noch. Sehr gut. Haben wir also da wenigstens noch den blauen Stein bekommen. Und können uns somit noch ein bisschen mit Leben ausstatten. Und ja, ich habe ja schon gesagt, das Ziel sollte jetzt sein, ein rotes Herz irgendwie abzugeben. Ich weiß nicht, ob per Teufelsstil oder einfach per Blood-Donation-Maschine. Es gibt ja viele Möglichkeiten, denn dann wird unser Schaden und unser Speed nochmal brachial nach oben gehen. Durch den Whore of Babylon-Effekt. Damit kann man seinen Schaden nämlich immens buffen. Und zusätzlich ist das auch cool, wenn wir in die Kathedrale gehen und nur blaue Herzen haben. Dann können wir uns nämlich zusätzlich nochmal mit dem Polaroid dann effektiver nochmal ausstatten. Ups, das war natürlich Premium. Sehr gut. So, hier hätte man natürlich auch die Viecher ein bisschen die Sachen hier wegsprengen lassen können. Die ganzen Pilze und so. Oh, da war sogar eine Pille. 48 Hour Energy. Hm, gar nicht mal bad.
Ja. Ich glaube, so geht's doch, ne? Ja. Genau. Zack. Ups. Am besten nicht getroffen werden. Denn sonst ist das schwarze Herz, was wir gerade uns geholt haben, nämlich wieder futsch. Weil die können diese Kette auch weghauen. Diese Kugel. Das ist ja Premium. So, gucken wir mal rein. Münzen. Das ist schon mal ganz gut. Haben wir fast so viele Münzen, wie wir brauchen, um in den Shop mal reinzuschauen. Wow. Das Problem ist mit dem Boss Rush, dass man sich ja immer so super schnell beeilen muss. Ne? Ich glaube nicht, dass wir es diesmal schaffen werden. Wir sind jetzt nicht so super fast unterwegs. Na komm schon. Zack. Und dementsprechend, ja, wird es nicht so einfach. Ah Gott. Die machen echt ein ganzes Herz Schaden. Holy shit. Das ist ja fies. Das ist ja echt fies. Ich glaube, von dem Teratoma wurde ich bis jetzt echt sehr selten getroffen. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen erstmal den Schatzraum haben. Ich hätte natürlich auch da mal eben meinen Dings aktivieren können. Mein Book of Shadows. Werde ich jetzt mal hier machen, bei den Viechern. Braucht man eigentlich nicht unbedingt, aber mein Gott, wir haben sowieso noch die Energy da liegen, ne? Wenn wir dafür jetzt in dem Raum nicht getroffen werden, ist das doch schon mal Premium. So, wieder eine goldene Kiste, meine Güte. Das ist aber auch hier heute. Ja, unser Schaden ist halt echt mau. Wir müssen echt so einen Arcade-Raum bekommen. Damit wir so eine Blut-Donation-Maschine bekommen. Oder jetzt beim Teufelsstil vielleicht nochmal zu lang ordentlich. Dann sieht es auch ganz gut aus. Der Spelunker-Helm. Ja, der zeigt uns auf jeden Fall schon mal die Position der Secret-Räume an. Dieser Vier-Effekt. Der Vier-Effekt ist übrigens anhaltender oder öfter, wenn wir einen höheren Lackwert haben. Dann vieren wir auch öfter. Und ihr seht ja schon, dadurch, dass wir die Lackerpille bekommen haben, vieren wir logischerweise auch ein bisschen häufiger. Wow, ey. Wir bräuchten Schlüssel. Ich weiß, wir bekommen so viele Kisten, weil wir ja Guppies Tail mitgenommen haben. Das logischerweise kriegen wir dann dadurch ein bisschen mehr Kisten. Versuch gleich mal hier noch die Dinger wegzumachen. Weil wir brauchen sowieso uns nicht beeilen, ne? Ich meine, klar, wir können uns beeilen, aber was bringt das? Wir werden den Boss Rush mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso nicht mehr hinkriegen. Deswegen machen wir heute ein bisschen langsamer, aber dafür vielleicht ein bisschen effektiver. Und dann ist doch alles cool. Range Up, guck mal an. Nochmal ein Range Up. Ne, eine Telepille. Ja, schade. Schade, dass man die nicht aufmachen kann auch. Man muss auch aufpassen, dass man da nicht selber Schaden kriegt. Full Health. Hm. Okay, wir können jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt hier nochmal die Dinger wegnehmen. Was haben wir hier? Range Up. Das ist doch schon mal ganz cool. Okay. Ja. Schade. Hier nochmal gucken. Noch eine Pille. Explosive Diarrhea. Ich bin gerade am überlegen, ob ich den mitnehmen soll. Wir werden auf jeden Fall mal in den Kampfraum gehen. Denn der gute Kampfraum hat nämlich die Möglichkeit, dadurch, dass wir noch eine Schlüssel brauchen. Hm, okay. Never mind. Ich dachte, wir kriegen vielleicht einen Schlüssel. Aber dem war ja leider nicht so. So, jetzt kommen nochmal die anderen Dinger. Die ein bisschen mehr aushalten und dafür so Spin-Shots machen. Wow, die halten echt super viel aus, ne? Aber ich sag euch, das geht um einiges schneller, wenn wir nachher erstmal den Hof of Babylon-Effekt haben. Und gleich kommt nochmal der riesige Wurm. Jawohl. Dann wird das echt um einiges schneller vonstatten gehen. Aber wir kriegen halt keine Schlüssel, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ein blaues Herz. Würde ich doch mal sagen, hat sich doch schon fast gelohnt. Wir haben eine Bombe.
Jetzt bin ich gerade am überlegen, welcher Secret-Raum sich am meisten lohnen würde. 48-Hour... Oh Gott. 48-Hour Energy. Das ist ja auch ganz interessant. Ich glaube, dass wir bei dem anderen Secret-Raum eine höhere Chance hätten, auch einen Schlüssel zu bekommen. Warte mal, ich springe mal lieber hier weg. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ein Schlüssel wäre nicht schlecht. Das Necronomicon. Das Necronomicon ist auch cool. Das Necronomicon ist echt cool, aber das Book of Shadows ist halt leider... Oder was heißt leider? Es ist einfach viel besser. Es bringt einfach mehr. Ja, wir können nichts machen. Wir haben leider keinen Schlüssel mehr. Schade. Schade, schade. Ups. Unser Schaden ist echt so bad, ne? So fucking bad. Am besten wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Mark bekommen würden. Das gute alte Mark. Das wäre echt Premium. Weil ihr seht ja den Schaden, den wir momentan haben. Der ist echt unter aller Sau. Das ist wirklich nicht so spaßig mit dem Damage, den wir jetzt hier haben. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Wenn die gefiert sind, dann springen die auch ganz anders. Dann springen die nämlich nicht immer auf einen zu. Sondern springen manchmal von einem weg. Wow, mit dem Damage kannst du echt nicht viel reißen, ey. Das ist ja echt genial. So, komm. Sehr gut. Zack, zack, zack. Na komm schon. Oh! Na, ein bisschen weiter weg. Jawohl. Jetzt gib uns aber auch bitte einen Teufelsdeal, ne? Dafür, dass wir jetzt hier so ewig rumfighten. Ich hoffe, wir kriegen wirklich einen Teufelsdeal. Wenn nicht, wäre es echt bitter. Wir kriegen echt keinen. Oh, das ist super bitter, Mann. Boah. Ja, was können wir hier großartig machen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir können mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber hier hinten in dem Raum, wenn wir unser Book benutzen. Geht das? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ich glaube, da muss man echt immer opfern. Nee, das geht wohl nicht. Ah, das ist echt bitter. Was haben wir da unten noch? Da unten ist noch ein Sündenraum. Da könnten wir eigentlich mal reingehen. Yeah! Ah, komm. Das war ja wieder auch richtig gut. Noch irgendwas? Nee. Aber wir haben jetzt das Problem, dass wir halt keine Schlüssel haben, ne? Hätten wir Schlüssel, könnten wir hier so viele Sachen mitnehmen. Das wäre so gut, ey. Aber ohne Schlüssel, leider auch keine Kisten. So ist das leider manchmal. Das heißt, wir müssen mal gucken in der nächsten Ebene, was denn da so wartet. Schlüssel brauchen wir. Ganz viele Schlüssel. Wow. Der Damage von uns ist einfach so fucking amazing. Fast so amazing. Wie der Amazing von Origin. So, Bomben haben wir schon mal. Zack. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich sag's noch, ne? Ich sag nur, da musst du ein bisschen aufpassen und dann latsche ich voll rein in das Ding. Okay. Ja, das ist immer so, ich find's immer echt schwierig. Ich habe lieber weniger Leben als weniger Schaden. Weil, ich hatte das ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Wenn du wenig Schaden hast, erhöhst du halt quasi damit auch das Risiko, getroffen zu werden, weil du halt super wenig Schaden machst, ne? Halt super dumm. Keine Ahnung. Es nervt. Jawohl, wenigstens jetzt mal ein Schlüssel. Da wurde auch Zeit. So, wir können uns jetzt mal die beiden Secret-Räume anschauen. Das würde ich nämlich echt gerne machen. Wenn wir schon zwei Bomben haben, dann schauen wir uns die auch mal beide an. Schon wieder eine goldene Kiste. Wir brauchen jetzt irgendein Item, was uns viele Schlüssel bringt. Das ist schon mal ganz cool. Die Frage ist halt, willst du mal gamblen und so eine Schatztruhe aufmachen? Oder...
Gehst du lieber auf Nummer sicher. Boah, das ist echt... Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Ja. Komm schon. Rip ihn ab. Oh Gott, ey. Wie willst du die Gegner mit so wenig Schaden umbringen? Da brauchst du ja ewig. Ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an den Run mit der Sojamilch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Ob ihr den geschaut habt. Aber da hatten wir ja die Sojamilch und da haben wir echt Ewigkeiten gar kein Damage gemacht. Und dann irgendwann kam da ein bisschen Schaden rum. Nicht viel, aber es kam ein bisschen Damage immerhin rum. Ich meine, wir brauchen ja schon für den Raum hier. Der ist ja wie ein Boss. Das ist ja echt wie ein Boss. Das ist ja unglaublich. Das Problem bei den Pilzen ist, dass du die nicht einfach... Du kannst halt nicht einfach mit diesen Ball of Chains dagegen latschen, weil du immer Angst haben musst, dass da so ein Gift drin ist, ne? Ich würde das echt gerne machen, ey. Was haben wir denn hier? Jo, da müssen wir mal reingucken. Geile Sache! Das ist also der Teufelsstil, ja? Das wird nix, Leute. Das wird diesmal nix. Ne, das wird nix. Wir sind zu schwach. Zu schwach für dieses Game. Zu schwach für dieses Game. Oh Gott. Wow. Wow, wow, wow. Das kriegen wir tatsächlich noch hin. Das ist ja unglaublich. Okay. Luck up und... Das ist, glaube ich, okay. Das könnten wir hinkriegen. Könnten wir echt hinkriegen. Der Schaden von uns ist echt so genial. Das ist einfach nur abartig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß gar nicht, wenn der gefiert ist, ne? Wo schießt der dann seine komische Kacke hin? Der gute Luck-Up-Wert ist eigentlich nicht schlecht. Aber Bosse kannst du halt nicht so oft vieren, ne? Das ist das Problem. Guck mal, wenn ich den viere, ist nämlich das Problem, dann springt er nämlich woanders hin, ne? Das ist nämlich echt scheiße. Also für mich ist es eigentlich scheiße. Oh Gott, es ist Megamor. Oh, ich wollte ihn gerade töten, ey. Okay, wir haben noch ein Leben. Das ist okay. Komm schon. Oh, ja. Ja, ja. Wir brauchen jetzt irgendwas. Irgendwas richtig Cooles. Das sieht nicht so cool aus. Haben wir jetzt schon Schadensupgrade bekommen? Nee, oder? Nee. Wir verursachen immer noch denselben mickrigen Damage. Wir brauchen jetzt mal blaue Herzen, Mann. Blaue. Das ist wieder die Sache, ne? Willst du da gamblen oder willst du da nicht gamblen? Ich glaube, ich gamble mal für einen Schlüssel. Hoffentlich. Oh ja, zum Glück. Gut, Humbling Bundle. Nehmen wir mit. Wir nehmen die Pille. 48 Hour Energy. Okay. Spider Butt. Dafür habe ich jetzt meinen Schlüssel ausgegeben, ey. Das ist ja richtiger Ranz. Ja. Das ist nicht so gut. Gut, wir nehmen es mal. Warte mal, what? Wir brauchen einen Schlüssel, Leute. Oh, so wird das doch nichts. Oh, so wird das doch gar nichts. Wir brauchen irgendwoher noch einen Schlüssel. Oder eher gesagt zwei, weil... Wir mit dem Humbling Bundle ja zwei bekommen. Wo war denn jetzt der...
War hier nicht noch eine Energiezelle? Bin ich doof? Wir haben doch vorhin... Komisch. Dann müssen wir mal zurück. Wenn ihr bedenkt, wir sind gerade mal Katakomben. In der zweiten und... Wir sind schon eine Menge dabei. Eine Menge Zeit ist schon verstrichen. So, hoffentlich jetzt Schlüssel. Komm, zwei Schlüssel. Das sieht nicht aus wie Schlüssel. Das sieht irgendwie gar nicht aus wie ein Schlüssel. Oh Gott, ey. Oh Gott. Oh my fucking Gott, Alter. Holy shit. Oh, komm schon. Oh, das kann doch nicht sein! Wieso habe ich denn so viel Pech? Gut, dann machen wir jetzt den Boss. Ist, keine Ahnung, es ist, bleibt nichts anderes übrig, Leute. Oh, das ist super bitter. Kein Plan, was ich hier machen soll. Gut, wir gehen zum Boss. Und dann schauen wir mal. Dann machen wir den mal platt. All stats up, then shuffled. Attack Speed ist ein bisschen runtergegangen. Ich habe eigentlich gehofft, dass mein Leben dadurch höher geht. Ja, wir können jetzt Folgendes machen. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Und zwar, wir holen uns jetzt hier die Energie... Warte mal, jetzt liegt die wieder da? Also irgendwas ist doch hier ganz komisch. Wir holen uns jetzt die Energiezelle. So, dann holen wir uns jetzt noch im Secret Raum das halbe Herz. Das ist ja hier. Und dann holen wir uns den Sündenraum. Indem wir beim Reingehen das Ding aktivieren und beim Rausgehen kriegen wir ein halbes Herz Schaden. Ich weiß, das ist super tricky, aber wir müssen ja irgendwas mal riskieren, ne? Oh, das ist doch mal schön. Schön, schön, schön. Jetzt nur nicht sterben. Oh ja, das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Und noch zwei Schlüssel. Oh, so will ich das sehen hier. So will ich das sehen, Leute. So will ich das sehen. Wir wollen auch noch Schlüssel benutzen für die goldenen Kisten. Da habe ich irgendwie im Gefühl, dass da eine richtig geile Kiste drin ist. Hm, das Problem ist, wir kommen jetzt nicht mehr ran. Oh, das ist ja perfekt. Aber wir müssen jetzt irgendwie da rankommen. Irgendwie müssen wir das da rausschieben. Irgendwie. Irgendwie muss es gehen. Jawohl. Ja. Münzen. Ohne Ende. So. Wir haben ja eine goldene Kiste. Das heißt, einen goldenen Schlüssel. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier alle Kisten absuchen. War ja, glaube ich, noch ein oder zwei. Oder war es wirklich nur noch die eine hier? Aber jetzt haben wir genug Schlüssel. Das ist schon mal echt Premium. So, jetzt bin ich bin am Überlegen. War hier wirklich nichts mehr? War hier nichts anderes mehr? Keine Kiste, gar nichts. Habe ich hier wirklich alles aufgemacht? Hm, es scheint so. Es scheint fast so zu sein. Gut, aber das ist schon mal ein guter Anfang. Wir haben Damage Upgrade bekommen. Wir haben immer noch die Möglichkeit, Whore of Babylon, den Curse, zu benutzen. Was kann denn nochmal diese Steckdose? Oh, ich bin mir da nicht sicher. Irgendwas konnte die. Logischerweise, wenn es 15 Münzen kostet. Wo war das denn? Die Steckdose. Da. Ah, genau. When your Spacebar Item is out of use. Da kannst du, du kannst das Spacebar Item benutzen. Und, dann kostet es dich aber Leben. Ich weiß aber nicht, kostet es rote Herzen? Ich glaube ja, ne? Weil dann könnte man es theoretisch schon mitnehmen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich es mitnehme. Puh, das ist jetzt so eine Sache. Nee, wir lassen es mal hier. Wir lassen es mal hier. Gut, wir gehen jetzt einfach weiter in die nächste Ebene. Und dann hoffen wir mal, dass irgendwas Tolles passiert. Irgendwas richtig Geiles. Wir brauchen jetzt einen tollen Boss. Wir brauchen einen tollen Schatzraum. Und wir brauchen vor allen Dingen einen schönen Teufelsstil. Schönen guten alten Teufelsstil. Wir haben ja schon einen guten Luck-Up-Wert, ne? Wir haben zwei Luck-Up-Pillen bekommen. Das ist awesome. Das ist wirklich awesome, weil wir damit nicht nur den 4-Effekt erhöhen, die Chancen, 4-Effekt zu bekommen, sondern
wir erhöhen damit ja auch noch den Glückswert generell und kriegen dann bessere Items oder häufiger Items, häufiger Kisten zum Beispiel. Und das ist gar nicht mal bad. Oh, nice. Also, das sieht echt ganz gut aus. Einmal nicht treffen lassen von dem Hans. Gut, weiter geht's. Jawohl. Sehr gut. Was haben wir hier? Oh, was sehen meine Augen? Schöne Items. Also, das Tumbling Bundle lohnt sich richtig, Leute. Es zündet. Es zündet langsam richtig. Alter Schwede. Dass wir davon nicht getroffen wurden, ey, das war ja aber ein Wunder. Sagte er und wurde getroffen. Okay, was haben wir hier? Boah, da ist aber auch hier gerade wieder die Premium-Auswahl, oder? Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur Mist. Großer Mist. Komm schon. Greed. Oh. Das ist jetzt die Frage. Nehmen wir die Candle mit? Ich glaube nicht. Die rote Candle ist ja ein Leertaste-Item. Range up. Die ist down. Luck up. Telepille. Explosive Diarrhea. Was haben wir hier? Oh, eine Bad Trip Pille! Ah! Gott! Was ist denn das? So geht das doch nicht. So wird das doch nie was. Gut. Einfach hier ein bisschen aufpassen. Und dann kann man vielleicht jetzt gleich nochmal diese ganzen Schädel wegsprengen. Die sind gar nicht mal schlecht. Die können nämlich schwarze Herzen geben. Wir können halt mal hier direkt versuchen. Emperor. Ja, das ist gar nicht mal bad. Das ist Necropolis 1, ne? Wir nehmen das einfach mal mit. Okay, was haben wir hier? Empress. Okay, Empress ist sogar auch ziemlich geil. Wenn ich ehrlich bin. Einmal nur auf Range bleiben bei den Boys. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch eine Rune. Destruction. Ja, machen wir mal. Zack, schwarzes Herz. Da ist auch noch ein schwarzes Herz, ne? Ist ja wieder, das ist wieder typisch. Das ist wieder sowas von typisch. Dass da wieder ein schwarzes Herz liegt, ne? Ist doch echt, Kriecherplack. Wir bräuchten irgendwas, womit wir fliegen können. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in den Schatzraum. Ach, Quatsch. Oh, ich bin manchmal echt ein bisschen retarded. So. Also, was nehmen wir mit? Strength, Emperor, nee. War da noch irgendwas anderes? Empress. Genau, Empress nehmen wir mit. Jawohl. Was haben wir hier? The Fool. Ja, die bringt uns in den Startraum. The Hanged Man! Oh! Das ist ja genau das Richtige. Genau das, was wir brauchen. Oder wie war das? The Lovers. Ja, ist nicht so gut. So, was haben wir noch hier? Komm schon. Hau weg, die Scheiße. Destruction. Jawohl. Das ist eigentlich auch gar nicht mal bad. Dann können wir vielleicht nochmal was hier kaputt machen. Oh Gott.